Oder wer sagt's denn? Merkmal ist nicht mehr. Gott sei seiner verdammten Seele gnädig. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Yo, Scooter, wir werden uns mal sehen. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Rechts, glaube ich. Da ist so ein Staudamm. Und hier ist einfach ein Zaun. Fahren wir mal hier lang. Oh, ein Riesentor. Und hier ist freie Fläche und nichts. Naja, ich wollte einfach mal gucken, ob hier was ist. Weil ich bin ein bisschen enttäuscht davon, was da gerade bei rumkam. Wir haben so viel investiert und nichts bei rumgekommen. Hallo, guckt mal, Leute. Er ist hier drüben. Hallo. Ich habe die Bestätigung, dass Matt Mel tot ist. Alle Claptraps werden aufatmen. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Yeah. New Haven, willkommen. Unser nächster Schritt ist ein neuer Ort. New Haven. Ein Ort voller Möglichkeiten. Und übrigens, Seltenheitsgrad von Objekten wird durch den Farbcode angegeben. Von häufig bis selten. Weiß, grün, blau, lila, orange. Nur so am Rande, falls ihr es nicht wusstet. Ich glaube, New Haven ist ein Schrottplatz. Ist jetzt nur so eine These, aber naja, wer weiß. Mal gucken. So, jetzt nehme ich wieder die traditionelle Farbe. Ist ja selten. Haben wir ja gerade gelernt. So. Ja, sieht sehr schrottig aus. So. Ja, eine Stadt, wie geil. New Haven. Ah. Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Okay, Helena Pierce. Ich weiß zwar gar nicht, warum wir da hin sollten, wollten oder so. Solange es nicht unser Rückweg ist, ist mir das Wumpe. Das ist ja schön, Tennis. Patricia. Oder Patricia. Wo müssen wir denn jetzt hin? Folgen wir dem Weg? Scooter lässt dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ich fahre nicht mit dem Scooter. Haha, ja, ganz toll. So, was will er denn? Wo sind wir hier eigentlich? Müssen wir hier rein? Ah, ist das... Wer ist denn das? Was kann ich für dich tun? Hallo, Fremde. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Pierce. Oder? Es gibt hier wichtigere Dinge, als ein Märchen hinterher zu jagen. Die Kammer existiert nicht. Ja, in New Haven haben wir neue Missionen. Hier ist ein schwarzes Brett, sehr schön. Endlich haben wir es diesem Mad Mel heimgezahlt. Es ist großartig, jemanden zu kennen, der mit einem mutigen Herzen dort hinausgeht und sein Leben riskiert. Gut gemacht. Mad Mel ist kein Problem mehr. Und ich öffne gerne das Tor nach der New Haven. Dafür haben wir einen Speicherdeck-Upgrade erhalten, 10.560 Erfahrungspunkte und $9.646. Und eine neue Mission. Energie für New Haven. Helena Pierce. Schalte Generatoren um New Haven wieder ein. Scooters Generator aktiviert, Strom am Westtor eingeschaltet, Strom am Wohnhaus eingeschaltet, Strom auf dem Dach eingeschaltet und Strom am Nordtor eingeschaltet.
Du hast Nerven, Kammerjäger, stolzierst nach New Haven, als wärst die Welt dir was schuldig. Tja, ich habe Neuigkeiten für dich. Du wirst jetzt... Entschuldigung. Tja, ich habe Neuigkeiten für dich. Du wirst jetzt ins Zeug legen. Dich jetzt ins Zeug legen oder sterben. Bevor ich auch nur einen Finger rühre, um dir dabei in deiner verrückten Bitte wegen der Kammer zu helfen, wirst du mir einen Gefallen tun. Der letzte elektrische Sturm hat New Havens Stromversorgung lahmgelegt. Scooter hat berichtet, dass alles repariert ist, aber jemand muss die Generatoren wieder reaktivieren. Tja, und da kommst du jetzt ins Spiel. Das klingt wieder sehr nach mir. Stimmt's? Du siehst ein bisschen seltsam aus. Oh. Naja, man sieht sich so einäugig. Ja, ich hier oh Mann, blöder Witz. Ja, dann machen wir das so mal direkt. Ja, wo müssen wir denn da hin? So, Scooter. Sie ist. Hä? Wo müssen wir? So. Ist das hier ein Generator? Hallo? Wir müssen nur am Knopf drücken. Ist das so schwierig? Könnten die auch selbst machen. Ist hier Scooter? Oder was? Oder ist das das Haus von dem? Ach nee. Hi, Scooter. Aber wir sprechen uns später. Ja, hab ich doch gesagt. Ich sag doch, Scooter ist eine dufte Nupe. Type. Type. So ein Generator am Dach. Wo ist denn das? So, am Westtor. Wo ist denn das? Lass mal hier die Mülltonne durchwühlen. Und drin ist Munition. Für unsere Maschinenpistole. Wo ist denn der schöne Generator? Ach, da. Hinter dem Reifenstapel. Naturbewusst direkt auf dem Boden. Benutzen und eingeschaltet. Und der Wind kommt von da. Puh. Merkwürdig aber auch, dass der Wind von da kommt, aber das nicht verweht wird. Kleiner... Oh, das Ding ist aber riesig. Ich dachte, das Ding... Das sah gerade zu klein aus. Mein Gott, ist das Ding groß. Und das sieht auch noch so merkwürdig aus. So, die Läden haben übrigens wieder neues Inventar. Sollten wir mal hingehen bei nächster Gelegenheit. Aber zuerst... Oh! Ich dachte, das wäre Merkes. Sah für einen Moment so aus. Wie geht's dir? Und sonst? Cooler Mundschutz, ne? Tut dir der Nacken weh? Willst du uns was mitteilen? Okay, bis dann, ne? Merkwürdig. So, gehen wir einfach mal weiter. So, der nächste Generator ist... Die Waschmaschine hier, oder was ist das? Oh. Munition drin. Ach so, hier hinter. So, Strom auf dem Dach aktivieren. Oder einschalten den Generator. Was? Hä? Was ist das denn? Was auch immer. So. Was ist denn hier Schönes? Naja, wo ist denn hier das schöne... Dächlein, auf das wir müssen. Einmal hier drauf. Ja, könnte passen. Oder auch nicht. Ich weiß nämlich jetzt gerade gar nicht, auf welchem Dach das ist. Ich glaube, wir machen uns das jetzt umständlich. Wir gehen einfach erstmal in die Richtung und schauen dann weiter. Ach, da oben. Ach, da. Ja, wie soll ich denn... Ah, hier geht's rüber. Und hier wahrscheinlich dann da drauf. Insofern wir mal hier drauf kommen. So. Zack. Hopf. Ah, und drauf. Ja, das ging doch ganz einfach. Jo, Bruder. Was geht? Nix. Naja, wie auch immer. Man sieht sich.
So, hier haben wir noch eine kleine Geldschatulle. Wir haben gerade nichts gemacht. Übrigens. Da, 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 da. Ja. Jetzt müssen wir nur noch am Nordtor einschalten und dann haben wir die Mission jetzt auch schon erledigt. Und das wäre jetzt wo? Hier an der Geldbeutel. An der Kiste. Achso. Oh. Sehr schön. Hallo, große Kiste. Hallo, Waffe. Hallo, Kinder. So, dann springen wir mal hier rum. Weil ich nicht genau... Oh, shit. Weil ich nicht genau weiß, wo der Generator ist. Und der ist... Ach, da unten. Hui, yeah. Ja, jetzt hat New Haven wieder Strom. Ist doch schön. Oh. Ein weißer Claptrap. Ah, ich glaube, hier ist das schwarze Brett dann, was, wovon die Rede war. Ja, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Ich will jetzt einfach mal die Mission abgeben. Und jetzt müssen wir irgendwie nur noch zurück. Gehen wir mal hier hin. Und hier sind wir auch schon. Und dann nochmal kurz mit der Pirs gesprochen. Tja. Offenbar passt du dich gut an. Ja, das mache ich. Hoffnung für die Hoffnungslosen. Du schreckst also nicht davor zurück, dir ab und an die Finger dreckig zu machen. Freut mich, Scooter, dass du... Ich aufrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Freut mich, dass du zu mehr als ein Banditenmetzeln zu gebrauchen bist. Ja, dafür haben wir 2.346,70 Erfahrungspunkte bekommen und 2.411 Dollar. Tja. Und sprich mit Tennis an ihrer Ausgrabungsstätte. Mit Claptrap gesprochen, Tennis gefunden. So, ah. Wenn du weiterhin auf die Kamera starr bist, solltest du Patricia Tennis einen Besuch abstatten. Wir haben über dich gesprochen und sie will dich kennenlernen. Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht noch an der Ausgrabungsstätte. Sprich unterwegs mit Claptrap, mit dem Claptrap. Er wird das Tor für dich öffnen. Das Tor. Ah, machen wir das doch auch doch immer. Ja. Sehr schön. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Man sieht sich. Oder so. Ja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, mache ich erstmal eine kleine Pause und gleich geht's auch weiter. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Man hört sich. Tschüssi. Hallo, Freunde, da sind wir wieder. Scooter, ja. Lass dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Was denn, ein paar fetzige Elektrobeats hier aufzulegen? Da sind wir aber wieder, meine Freunde. Eine neue Runde Borderlands. Und wir waren stehen geblieben bei der Aufgabe mit dem Claptrap gesprochen und Tennis gefunden. Okay. Ja, so recht weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir stehen geblieben sind. Denn heute muss ich noch eine neue Folge hochladen. Also die erscheint heute. Weil mir nämlich das Material spontanerweise ausgegangen ist. So ganz ja, immer, spontan. Was willst du? Alles Guter. Ich bin gerade eigentlich auf der Suche. Ach da. Ah, hier kriegen wir ja das Gefährt. Nee, doch nicht. Wo ist denn hier die Docking Station? Ich will ein Fahrzeug. Weil das liegt jetzt nicht um die Ecke, wo wir hin müssten. Wollen, sollen, wie auch immer. Aber hier in New Haven scheint ja gar nichts in der Nähe zu liegen. Hm. Nun gut, dann gucke ich mal, was wir hier haben, weil der Claptrap kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch so schön mit seiner Stimme erzählt hat, es sind neue Aufgaben hier in New Haven am schwarzen Brett angepinnt. Geh mal hin und schau mal. Das werde ich jetzt machen, das habe ich letztes Mal ja nicht gemacht. Aha. Ein Waffenautomat wäre auch nicht schlecht. Oh, 196 Schaden und dreimal Explosion, das ist aber üppig. Aber wir haben gar nicht genug Geld, muss ich ja gerade mal feststellen. Wir haben uns ja
beim letzten Mal schön eingedeckt und dabei haben wir ein bisschen Knete rumliegen lassen. So. Schnitzeljagd, Sub Machine Gun, schwarzes Brett, New Haven. Finde sämtliche Teile der SMG. Submachine Gun Komponenten liegen verstreut in der Gegend. Wenn du alle findest, kann ich die Waffe für dich zusammensetzen. Bring mir das Gehäuse, das Magazin, das Visier und den Lauf. Ja, dann nehmen wir die mal an, wieder so eine Schnitzeljagd. Wie die Motte zum Licht. Entzünde die Fackeln und töte Mothrak. Drüben in Arid Boardlands, gleich östlich von Shine Gravel Processor, sind Leute in der Nacht verschwunden. Einige behaupten, sie wurden von einem Monster-Rack verschleppt, den die Einheimischen nur Mothrak nennen. Dieses Biest scheint von Feuer angezogen zu werden und so werden wir es auch heranlocken. Entzünde 3 Fackeln und... Ey, ich war noch nicht fertig. Und wenn es sich zeigt, erledigst du es. Ja, das nehmen wir da auch mal an. Verstecktes Tagebuch von Rust Commons West. Hier spricht Patricia Dennis. Und ich spreche jeden an, der nicht nur Stroh im Gehirn hat. Ich habe 5 Datenschreiber in Rust Commons West versteckt und will sie wiederholen. Hör auf jede Aufzeichnung an. Hör dir jede Aufzeichnung an. Dein Echo-Gerät wird alles aufzeichnen, sobald du alle 5 Aufnahmen zusammengesammelt hast. Musst du sie auf das schwarze Brett übertragen. Warum sollen wir das uns anhören? Kingkiller. Begib dich zu Titanus Warren und töte King Wee-Wee. Titanus Warren ist ein Höhlensystem und liegt unter großen, wackekligen Halden. Nochmal für Deutsche. Titanus Warren ist ein Höhlensystem und liegt unter großen, wackeligen Halden von rostigem Alteisen. Als wäre das nicht gefährlich genug, haust du dort eine der größten Gefahren für New Haven King Weeby. Er ist cholerisch, oft betrunken und ständig von einer Schar Anhängern umgeben. Ich biete demjenigen eine fette Belohnung an, der seiner Schreckensherrschaft ein Ende setzt. Ja, das nehmen wir ja auch. Säurekristalle sammeln in Titanus Warren. Mit Säure-Elementar-Artefakten kannst du deine Fähigkeiten mit Säurekraft verbessern. Die Schlüsselkomponenten eines solchen Artefaktes ist der Säurekristall. Ist ja verständlich, Kristall, Säure, ne, Artefakt. Ich kann dir also ein Artefakt machen. Aber du musst die Kristalle besorgen. Begib dich zu Titanus Warren und schieße auf die Kristalllumpen, um die herauszubrechen. Hüte dich vor den Banditen, die sich in der Höhle aufhalten. Okay, haben wir wieder mit Banditen zu tun. Ja, ist ja gut, Clappy. Was ist denn los? Claptrap-Rettung in New Haven. Du hast einen weiteren defekten Claptrap-Roboter gefunden, auf den Schrottplätzen vor der Stadt sind dir ausgemusterte, rostige Claptraps aufgefallen. Können sie dir vielleicht als Ersatzteillager dienen? Könnten sie das? Ich weiß nicht. So, dann machen wir das erstmal, weil wir müssen hier nochmal hin und das ist beim Vorlesen ein bisschen irritierend. Wenn wir hier so ein Wehleidigen haben. So, wo ist denn das jetzt hier? Wo ist denn vor den Toren? Ach, in die Richtung. Ist ja schon eine recht große Stadt und belebt scheint sie auch zu sein. So mehr oder weniger. Ich würde ja eher von lebenden Toten sprechen, weil... Die Leute nicken meistens nur mit dem Kopf. Aber das liegt vielleicht auch an der gesunden Luft hier. Hallo? Wo ist denn das Kit? Ach, da oben. So, und benutzen. Und was haben wir da drin? Munition, was soll es auch sonst sein? So. Hüpf. Ups. So, und da haben wir das Reparaturkit. Wir könnten eigentlich auch übers Dach, aber das wäre jetzt umständlicher gewesen. Und das erspare ich uns einfach. Ich schinde ein bisschen Zeit. Nein, ich schinde nicht. Ich verprügele die Zeit, dass sie ein bisschen schneller wird. Wir müssen zügig voranschreiten hier. Und hier, Reparaturkit. Danke, Fremder. Jetzt wird es noch ein schöner